So, hallo zusammen. Endlich gibt es mal wieder einen Vlog. Ich hoffe, der Wind verhaut jetzt nicht alles. Wir haben jetzt extrem viel die letzten 6 Monate gemacht. Zusammen. Endlich gibt es mal wieder einen Vlog. Ihr seht schon, im Hintergrund ist viel Aktion. Wir machen gerade GPS. Der zweite Schnitt ist auch schon gemacht. Da hocken sie droben wieder. Wird über den Acker gedampft. Wir haben in letzter Zeit extrem viel gemacht. Das letzte halbe Jahr haben wir angefangen, unsere Molkerei zu bauen. Wir haben 2 Kilometer Leitungen gelegt. Wisst ihr was? Ich nehme euch einfach mal mit. Schaut euch mal ein paar Videos an, was so passiert ist. Also, viel Spaß! So, wir stehen im Lager unserer Molkerei. Ist noch nicht sonderlich groß. Hier ist unser Technikgebäude oder Technikraum. Dann haben wir hier dieser kleine Raum hier. Da kommen die Spüle rein. Also das heißt, wenn wir an die Kantinen liefern, dann gehen die Eimer und sowas hier durch und kommen hinten wieder sauber raus. Und dann ist hier hinten die Produktion. Yeah! Also ich kann es mir schon gut vorstellen, ihr wahrscheinlich noch nicht, aber ich zeige euch das, sobald da mehr drin ist, natürlich wieder. Und im Hintergrund noch Chaos, aber so muss das auch sein auf einer Baustelle, oder? Flocki! Du! Was ziemlich cool ist, entsteht hier im Hintergrund noch. Hier. Und zwar ist es unsere Futterhalle. Da fährt dann auf den Kranbahnen oben fährt ein automatischer Greifer. Und wir befüllen im Endeffekt jeden Tag einmal den Bunker da. Auf der anderen Seite ist Stroh, Heu, Kraftfutter. Und dann füllt er sich automatisch und fährt automatisch in den Stall. Das heißt, wir haben viel mehr Zeit, um Vlogs zu drehen. Oder auch viel weniger Zeit, weil wir noch mehr in der Molkerei machen müssen. Das kann auch sein. Und zu dem Fütterungsroboter kommt natürlich auch der Melkroboter dazu. Aber der kommt erst so gegen Oktober, denke ich. Und dann gibt es für unsere Kühe einen Kompoststall. Das ist ziemlich cool. Da liegen die auf Hackschnitzeln. Die haben eine riesen Fläche, wo sie ablegen können. Und haben dadurch immensen Kuhkomfort. Also seid gespannt, es passiert noch extrem viel dieses Jahr. Wir können selber gar noch nicht so ganz, glauben. Völlig strange. Jetzt denkst du echt nicht, dass da noch sehr viel grün ist. Da rumpeln sie am Acker rum. Wie gesagt, wir machen GBS. Das heißt, ganz Pflanzensilage, das Getreide hauen wir weg. Weil da ist ein bisschen noch was drin. So, und jetzt hoffe ich, dass die alle aufpassen und mich da keiner überrollt.